So, hallo. Wenn gerade nichts kommt von mir, könnt ihr euch das Video anschauen hier und dann ist damit aber nicht, wie soll man sagen, ich lege mich ja jetzt nicht fest auf was. Ich habe für alle Situationen schon was gesagt. Und jetzt entscheide ich einfach spontan, ob ich ein Video mache oder nicht. Das sind jetzt zwei Videos, die sind hochgeladen, die sind aber noch nicht freigeschaltet. Eine Antwort auf einen Kommentar zum Fall Jolanda Klug hier und ein Video von heute. Okay. Ja, das andere ist auch von heute. Jetzt mache ich aber nochmal was. Und zwar der, wo ist der Fall Rachel Maureen. Da hat sich ja der Ehemann bei mir gemeldet. Der Ehemann von der Rachel Maureen. Wo ist denn das? Und zwar, als der Mann ihr erster Mann. Der Mann ihres ersten Kindes. Eine Tochter, haben die zusammen. Und das ist der Typ heißt Matthew McMahon. Rachel, gebe noch ein. So, das ist das zum Beispiel hier, da, der ganz rechts ist das. Kann man jetzt auch aufrufen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir mal selbst ein Scheiß Dann kam das erste Video. Kind und ich einfach nicht wohlgefallen. Das Ergebnis ist Mühlen. So. Das ist der Typ hier. Moment, ich gehe mal. Also das ist er, das ist ihr erster Mann. Das ist sie mit ihrem ersten Mann, die Rachel. Und der Typ, der ist es, der spricht jetzt hier links, Matthew McMahon. Der ist es. So, okay. Und das ist, also das halte ich jetzt ein. Also der hat sich da gemeldet auf mein Video hin und hat folgenden Kommentar geschrieben. Das ist der Turom 13. Also, er hat gesagt, das ist wohl das schlechteste Video, das er zu dem Thema gesehen hat, hat er geschrieben. Dann habe ich gesagt, falscher oder schlechter Kommentar. Es geht hier zuerst mal um die Frage, ob der Mörder ein Seemann ist. Wenn ja, ist sein Geschwätz Unsinn. Wenn nein, soll er sagen, warum das unwahrscheinlich ist. Er hält mich halt für ein Arschloch, aber das ändert nichts an der Qualität meiner Argumente. So, dann schreibt er, er hat sich so viel mit dem Fall befasst, er hat keinen Bock jetzt viel zu schreiben, aber eine Sache geht er ein. Die Küsten sind die meist bevölkerten Gebiete des Landes. Ich würde sagen, dass der einzige Grund, um eine Person zu finden, ist, ich würde sagen, dass Wasser der einzige Grund wäre, warum man eine Person in einer stark bevölkerten Gegend finden kann. Und dann habe ich ihm wieder gesagt, nein, er macht es zu extrem und bla bla bla. Ja gut, ich kann es übersetzen. Nein, er macht es zu extrem.
Ich sage, das ist einfach am wahrscheinlichsten, dass es was mit dem Meer zu tun hat. Und es war schon okay, was sie gemacht haben, dort zu suchen. Und ob sie da Leute noch Zeugen finden und so weiter, die noch nichts von dem Fall gehört haben und das irgendwie. Aber das hat man auch 2 Wochen lang machen können, aber mittlerweile ist es einfach am wahrscheinlichsten, dass es um so eine Sache geht mit dem Thema Hafen, Seemann, irgendwas in der Richtung. So, weil die haben alle nur so gesagt, ja, er kennt wahrscheinlich jemanden in der Gegend, Baltimore, wo er dann hingezogen ist. Und bei mir geht es eben um das Thema, dass es praktisch, er war zuerst in Los Angeles, wo der größte Hafen der ganzen USA ist, und dann ist er nach auf die andere Seite, also Los Angeles ist auf der Westküste, und dann ist auf die andere Seite eben auf die Ostküste der USA, und dass das eben kein Zufall ist. Und er meinte, ach doch, das ist halt einfach so bevölkerungsreiche Gegend, das hat nichts damit zu tun, dass es was mit dem Wasser zu tun hat. Ja, okay, und ich habe einfach gesagt, die Sache mit dem Hafen ist, oder mehr Hafen, sowas, dass es mit dem Themenbereich zu tun hat, ist 99% wahrscheinlich. Und dann sage ich noch, ja, vielleicht hat sie auch Identität kennengelernt, als sie da in Bel Air an dieser Tankstelle, nee, an diesem Carwash da war, dann sagt er, nein, das ist, glaubt er nicht, er hat ihr, also sie musste sparen, sie hat keinen Geld gehabt zum viel Autofahren, und er hat sein Auto, ihr Auto gesehen, nachdem sie praktisch sie verschwunden ist und ihr Auto aufgefunden wurde, ist, das Auto war nicht frisch gewaschen, und wär sie doch viel eher also zu einem kostenlos, 2 Meilen weiter, hätte es ein kostenloses Dings, also, weil ich habe dann auch gesagt, ja, es geht mir jetzt nicht ums Waschen, sondern ums Saugen. Kann ja sein, die hat, was weiß ich, eine Tüte mit Chips oder irgendwas, ist aus der Hand gefallen und sie wollte es eben aufsaugen. Das kostet ja auch nicht viel. Was kostet das bei uns? Mit 50 Cent kannst du ja schon was denken. Also das ist einfach kein Argument. Aber er hat es dann zu so einem großen Argument gemacht, hat er erzählt, ja, sie hatte kein Geld, er hatte ja schon praktisch letzten Juni hat er ihr die Raten bezahlt für ihr Auto, sonst hätte es die Bank wieder zurückgeholt und so. Aber das ist einfach kein Argument. Sagen wir, das ist einfach eine mögliche Erklärung, wie sie jemand kennenlernen konnte, weil dieser Ort weil dieser Ort, wo sie dann verschwunden ist, ganz in der Nähe ist von so einem Waschpark. Muss ich gucken. Bier,
Bier, echt. Und zwar ist das hier, da gibt es praktisch so kann man Autos waschen, aus der Waschanlage, und da hat es auch außer solche Staubsauger. Das ist eine Möglichkeit, wo sie mit dem Mörder praktisch in Kontakt kommen konnte, weil dann, hier ist sie losgelaufen, und das hätte jetzt der Mörder praktisch, es ist ja eingezeichnet, wo der Weg hier verläuft, hätte er zum Anlass nehmen können, zum Beispiel bis hierher zu fahren, auf diesen Parkplatz, sein Auto abzustellen und sie hier abzupassen, wo das passiert ist, weil wenn man jetzt hier schaut, sie ist in diesem Dings gefunden worden, in diesem großen Durchgang unter Führung für den Bach. Also, und das lässt sich dann gut praktisch lokalisieren. Das war hier. Das ist jetzt eine Erklärung. Aber gut, er kann das nicht ausschließen. Er kann das nicht ausschließen. 50 Cent oder einen Dollar oder was für, um zum kurz irgendwie das Auto zu reinigen. Wenn es ein kurzfristiges Problem gab, also wenn was umgefallen wäre, das wird man auch ausgeben können, wenn man jetzt arm dran ist, sage ich mal. Und wenn man jetzt schaut, also was hat er gesagt, wo sei das? Bel Air Autospar. Okay, jetzt kann man ja jetzt das, was Emma da gesagt hat, da kann man einen Routenplaner machen. Machen wir einfügen, Bel Air Autospar. So. Ja, also da, Hannes, sei das Staubsaugen kostenlos. Beim Bel Air Autospar. Aber, ja, das ist doch etwas, sag mal, wenn sie jetzt eben hier, ich weiß nicht, wo sie genau wohnen, die Marines, aber wenn sie eben hier, Moment, ich muss es daher machen, da ist es. So. So, das ist das. Und jetzt machen wir das weg. So. Okay. Und dann hat er gesagt, das sei nur 2 Meilen entfernt. Ja gut, 2,8 Meilen. Aber egal, das ist schon eine Strecke. Also meine Überlegung ist auf jeden Fall plausibel. Und es muss ja auch nicht diese Art von Treffpunkt gegeben haben. Ist ja nur eine Erklärung. Der Anlass, dieses Video zu machen, und das ist gerade praktisch der Test. Danach mache ich es in Englisch noch. Und da geht es jetzt praktisch drum, was die zurzeit machen, die gehen, ich muss jetzt aufpassen, das ist jetzt etwas, da hat einer ein Video gemacht, das darf ich auf keinen Fall abspielen. Das ist ja ganz streng, aber jetzt geben wir mal ein, Rachel Maureen Photo Los Angeles. Da gibt einer an, dass er Fotos hat. Fotos of the house, where Rachel Maureen bla bla bla. So. Und
jetzt, Moment, also das ist der Typ da, Hanne. Ich mache jetzt so, also, man darf das ja im Sinne von Fair Use grundsätzlich, also der macht, der ist so ein eingebildeter Typ, der macht hier eine Show und tut so als cooler Typ und einfach Blödsinn. Der viel im Kopf hat er nicht, aber macht halt gerne Show, der Typ. So, und jetzt geht er durch mit so ein paar Dings. Und der geht jetzt auf den Fall ein. Und jetzt ist es so, dass er hier praktisch das ist das Haus. Er zeigt jetzt praktisch das Haus hier. Das ist praktisch das Haus. Und ich habe mich auch schon ein bisschen damit befasst. Das ist in Los Angeles, so heißt es. Und ich habe es noch nicht gefunden. Aber, also das ist das Haus, das man in dem Video sieht. So, okay. Und das bringt er deshalb, weil auch die Familie des Opfers sich jetzt nach Los Angeles orientiert, weil ja der Täter früher dort zugeschlagen hat. Nur ein Mädchen überfallen hat, aber nicht ermordet. Und das heißt, die haben jetzt offenbar ihr Pulver verschossen. Die stellen fest, sie kommen nicht weiter. Die Theorie, dass er in Bel Air irgendwie so soziale Kontakte hat und dass er deshalb nach der Tat in Los Angeles darüber gekommen ist, das sage ich ja, das ist falsch und das... sondern ich sage, das hat was mit dem Hafen zu tun, wahrscheinlich, nicht sicher, kann man nicht sicher sein, aber wahrscheinlich. Und anstatt dass sie jetzt auf das Ei gehen, versuchen sie es jetzt praktisch in Los Angeles. Und das ist jetzt für mich ein Punkt, wo ich sage, klar, kann man schon auch machen. Aber meine Überlegungen sind die beste. Und sind klar das Wahrscheinlichste von allem und sie werden überhaupt nicht beachtet. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen angriffslustig und gehe auf das Ganze da jetzt nochmal ein. Und jetzt geht's praktisch drum, dass ich ihn argumentativ nochmal auf das, was er, also da ihn nochmal ein bisschen angreife. Da, was er jetzt gesagt hat. Also, er hat da keine Zeit für mein Zeug da, aber zum Beispiel ein ganz einfacher Fehler oder was bei mir blöd wäre oder was, wo ich jetzt eben nicht richtig denken würde, ist es, weil praktisch, ich würde so tun, dass das Wasser sei der einzige Grund, warum jetzt man in einer stark bevölkerten Gegend einen Menschen findet. Also die Küstenregion seien eben die bevölkerungsreichste. Deshalb sei es gar kein Wunder, dass man den dort findet. Also es braucht keinen besonderen Grund, damit er, wenn er jetzt hier wo Los Angeles verlassen hat, eben jetzt in einer anderen Küstenregion zu finden ist. Und da gehe ich jetzt drauf ein und sage ich, halt mal. Ich bin das Universalgenie und eine meiner besonderen Begabungen ist es, Auffälligkeiten zu feststellen. Und ich gehe da jetzt auch gerade nochmal auf einen Fall ein,
dass mich als universal geniales Universalgenie richtig geärgert hat. Da kann ich euch auch als Volk sagen, solche Typen, ich bin diskussionsbereit und so. Aber es braucht auch Respekt. Was heißt Respekt? Es ist so, es braucht Exempel und ich muss mir Respekt verschaffen als Weltführer. Ganz klare Sache. Weil nicht wegen dem Ego, sondern man muss den Dummschwätzern das Maul stopfen. Man muss den Dummschwätzern das Maul stopfen und wenn das nicht gelingt, dass die irgendwie sich so, oh, jetzt habe ich einen auf den Deckel bekommen, dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich mich mit einem angelegt, der mir haushoch überlegen ist, oh, in Zukunft werde ich mich hüten, aber das soll nicht bedeuten, dass ich versuche, Diskussionen und Gegenstimmen zu ersticken, sondern man kann schon diskutieren, aber es muss auch ich sag mal da, wenn es jetzt einen gibt, der einfach mir kann keiner das Wasser reichen. Keiner bei der Polizei, kein Wissenschaftler, keiner, nix und niemand, keiner. Auch kein Politiker. Ich bin der Weltführer der Menschheit auf Planet Erde. Nochmal, ich lasse mich von fünfjährigen Kindern hinterfragen, sage ich mal, und bemühe mich, denen eine gute Antwort zu geben. Aber da hat es jetzt einer im Fall, Claudia Obermeier, der hat mich provoziert. Und wo ist denn jetzt das Dings? Der Hanne, das ist das, der Hanne. Im Fall Claudia Obermeier. Und da, in den Kommentaren habe ich den Typ rausgeworfen jetzt, mittlerweile. Habe aber die Unterhaltung nochmal hier zum Nachlesen als Link. Da geht's darum, ich hab's dann hier in dem Dings da nochmal aufgeschrieben. Markus Glaser, ich habe Sie gewarnt, jetzt antworte ich hier nochmal, mache dann einen Screenshot, dann werden Sie komplett gelöscht und gesperrt. Wenn Sie zukünftig zu schreiben versuchen, wird der Text nur noch Ihnen selbst angezeigt. Was Sie schreiben, ist aus folgenden Gründen renitent dumm. Erstens, es gab einen Einbruch bei einer Firma, der auf Insiderwissen hindeutet. Das tut er sogar selber annehmen, ja, da sind wir uns sogar einig. Aufgrund der Umstände ist ein Mitarbeiter, wie Sie selbst und auch ich denken, als Täter naheliegend. Ein Mitarbeiter als Täter ist aber bisher nicht so wahrscheinlich, dass eine DNA-Reihenuntersuchung angeordnet werden kann oder konnte. Damit ist Ihr Geschwätz von wegen, die Polizei wird schon überprüft haben, als Unsinn überführt, weil die Polizei bisher niemand zur DNA-Abgabe zwingen konnte. Die Polizei braucht mehr als anfangs Verdacht gegen einen konkreten Mitarbeiter. Also, Anfangsverdacht reicht schon, aber damit es ein Anfangsverdacht ist, braucht sie mehr. So ist es. Der Satz ist ein bisschen von mir nicht optimal formuliert. So, an der Stelle komme ich und sage, der Einbruch fand ja genau am Jubiläumstag statt. Also, praktisch jedes Jahr, ich habe einen Artikel gefunden, wo die Firma ihr 150-jähriges Jubiläum feiert. Und dann habe ich gemerkt, das ist am 8. Mai gewesen.
jetzt 2023 und habe gemerkt, Mensch, 8. Mai, das war ja auch damals der Tag, als dieser Überfall, als dieser Diebstahl war. Und jetzt ist einfach die Frage, das ist ein Tag von 365 Tagen im Jahr. Das ist auffällig und das hat auch der Polizist. Ich habe als mein Hinweis in dem Fall habe ich zuerst mündlich an die Polizei gemacht und das hat auch dem die hat es gut gefunden, mein Hinweis, ja, und das ist etwas Auffälliges, versteht ihr? Man hat einen Fall und sagt, den will man jetzt nach so vielen Jahrzehnten will man unbedingt klären. Und da wird auch so viel investiert in das Ganze. Und jetzt hat man etwas, das ist auffällig, versteht ihr? Ob man es jetzt mit dem Riechen, das riecht ja nicht, aber ob man es jetzt mit dem irgendwie vergleicht oder, ich sag mal, halt mal, das ist doch auffällig, dass da kann man natürlich sagen, ja, das ist Zufall, aber ja, aber es ist halt doch ein, es ist ja nicht so, dass wenn ich sagen würde, okay, der Überfall war an einem Mittwoch und die Gründung der Firma war auch mal an einem Mittwoch, aha, das ist vielleicht, das wäre Blödsinn. Das wäre Blödsinn, weil es gibt einfach zu viel Mittwoche im Leben, als dass man da jetzt was davon ableiten kann. Aber wenn es speziell der Tag, der Jahrestag ist, das ist doch auf jeden Fall, das ist etwas auffallend. Da kann man dann doch zweimal nachschauen. Es ist ja nicht, dass ich sage, jetzt tun wir hier praktisch unser Leben riskieren wegen dieser Idee oder Millionen, sondern da geht es jetzt ja ganz niederschwellig, einfach mal zu sagen, hoppla, das ist aber auffällig. Und das ist mein Talent. Das ist mein größtes Talent, dass mir Sachen auffallen, die anderen nicht auffallen. Versteht ihr? Und wie der Typ hier mir das schlecht reden will. Und ich sage, Mensch, das ist doch etwas Auffälliges. Lasst uns doch mal hinschauen. So fängt's an, indem er sagt, Mensch, das ist auffällig. Das ist für alle, auch für die Profiler bei der Polizei und so weiter. Für alle ist das ein ganz entscheidendes Talent, dass einem etwas auffällt. Hoppla, hoppla da. So fängt es immer an. Aber wie der jetzt mir das ausreden will, das kotzt mich so an und das sind Leute, denen muss man das Maul stopfen. Denen muss man das Maul stopfen, weil solche Leute in der Gesellschaft, versteht ihr, Leute wie der, das sind Leute, die würden mir mal als Politiker praktisch im Weg stehen. Solche Leute muss man praktisch auf eine gewisse Weise das Maul stopfen, ja. Also, weiter meine Argumentation. Ein Mitarbeiter als Täter ist aber bisher nicht so, ist wahrscheinlich für den Typ, der mich kritisiert und für mich, aber es ist bisher nicht so wahrscheinlich für die Justiz praktisch, dass eine DNA-Reihenuntersuchung angeordnet werden kann. Damit ist ihr Geschwätz von wegen, die Polizei wird schon überprüft haben, als Unsinn überführt, weil die Polizei bisher niemand zur DNA-Abgabe zwingen konnte. Die Polizei braucht mehr als Verdacht gegen einen konkreten Mitarbeiter. Jetzt Punkt 4. An der Stelle komme ich und sage, der Einbruch fand ja genau am Jubiläumstag statt. Also nicht am 150., sondern es war dann das 139. Aber trotzdem, es ist einfach auffällig. Es war am 8. Mai. Schauen wir doch mal hin. Ist das Zufall oder was könnte es noch sein? So, also, der Gedanke, dass hier nicht automatisch von Zufall ausgegangen werden muss, sondern dass eine Auffälligkeit ist, der man nachgehen sollte, den hatte nach meinem Hinweis auch die Polizei, die meinen Hinweis am Telefon gelobt hat. Punkt 6. Wenn es nicht Zufall war, so hegt der Täter offenbar als zusätzliches Motiv neben der reinen Bereicherungsabsicht für den Diebstahl auch noch einen Groll gegen seine Firma und er hat deshalb dieses Datum gewählt.
Punkt 7. Darauf habe ich überlegt, in was für einer Konstellation man sich so eine Motivlage und so ein dann mit Symbolik verbundenes Vorgehen vorstellen kann. Also das würde bedeuten, der hat was gegen seine Firma, hat mit diesem Einbruch oder mit diesem Raub, ja, Diebstahl, will er auch seiner Firma eins auswischen und dann das maximale Genugtuung würde es ihm dann verschaffen, wenn er praktisch am Jubiläumstag, wenn die vielleicht praktisch eine kleine Feierrunde oder so einfach so drauf anstoßen und sagen, heute ist ein guter Tag, jetzt haben wir schon 939 Jahre die Firma. Und dann kommt die Hiobsbotschaft, oh, es ist eingebrochen worden. Also den Tag, den Jubiläumstag ein bisschen zu versauen sozusagen. Habe ich mir überlegt, ja, was könnte denn das Motiv zum Beispiel sein, dass ein Täter sich gerade den Jubiläumstag ausdenkt, um der Firma eins auszuwischen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht, der Täter so ein bisschen auf Symbolik Wert legt, dass er gerade an dem Tag, dann könnte es ja sogar tatsächlich mit Jubiläum zu tun haben, weil, das habe ich auf meiner Website auch ausgeführt, es ja eben gerade so ist, dass beim Thema Jubiläumsgeld es oft Streit schon gegeben hat zwischen Mitarbeiter und Firma, weil das ist etwas, das ist freiwillig und die Zahlung und nicht jede Firma macht es, sie müssen es nicht, aber es kann sein, die Mitarbeiter erwarten es und da gab es eben schon Streit, das habe ich hier, Streit um Jubiläumsgeld, Streit um Jubiläumszuwendung, Streiten wegen des Anspruchs auf Jubiläumsgeld, Rechtsstreit, Jubiläumsgeld. Also, das sage ich, das ist mein Haupttalent. Das heißt nicht, dass das jetzt hier zutrifft. Aber hier kommen Leute und quatschen das Universalgenie von Planet Erde hier. Im Kern seiner Kompetenz wurde der kompetenteste Lebewesen auf Planet Erde ist, kommen manche Typen auf die Idee, mich blöd anzuquatschen. Ich hab's dem auch versucht zu erklären, ein paar Mal, aber dann, der wurde dann mehrfach frech. Hier hat er zum Beispiel gesagt, mein ganzer Artikel sei Müll, und so weiter. Also nochmal, man darf mich kritisieren, man darf sogar mich angreifen, aber dann muss man, wenn man mich angreift, muss es ein Argumentationsniveau haben. Und das hat sich hier rausgestellt, dass es das bei ihm nicht hat. Sein Geschwätz ist dumm und flach geworden und dann habe ich ihn rausgeworfen. Weil er aber, natürlich hat es damit zu tun, dass er frech ist. Aber wenn jemand gute Argumente hat, dann darf er zu mir auch frech sein. Sonst eben nicht. Okay. Also, und das jetzt im Hinterkopf, das ist mein Dings, dass eine meiner Hauptbegabungen, dass mir etwas auffällt, wenn etwas auffällig ist. Das ist der erste Schritt praktisch zur Genieleistung, dass ihm was auffällt. Und was der jetzt auch gemacht hat, dieser Typ hier, dieser erste Mann von der Rachel Marine, er, nicht als böser Angriff, aber er fordert mich heraus auf der Ebene, wo ich das Universalgenie von Planet Erde bin, dass mir was auffällt
Und er sagt, ho, du bist ja blöd, du bist ja, oder ne, hat es nicht so, aber das ist so, so lächerlich, so, ach, da, das ist doch, ja, das ist doch nichts Besonderes, dass er jetzt in, da in, an der Ostküste eben ist, das ist eben eine, die Küstenregion ist eben viel, hat ist die bevölkerungsreichste Zone, also was soll's. So, und jetzt gehe ich auf das ein praktisch und mache ihn ein bisschen, versteht ihr, da kommt einer und tut das universal und labert was, versteht ihr? Und die Welt, die noch haben die Welt, ganze Welt auf ihrer Seite, die Medien und so weiter, aber und sie labern dann gegenüber dem Universalgenie etwas, wo ja, wo nicht haltbar ist. Und deshalb, das tut mich jetzt schon einfach auf der Argumentebene tut mich das herausfordern. Jetzt muss ich kurz schauen, was ich hier alles offen habe. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt muss ich ein paar so Sachen hier. Muss ich da so ein paar Sachen. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Das. Das brauche ich nicht. Das lasse ich mal. Das brauche ich nicht. Das lasse ich mal. Das brauche ich nicht. Das lasse ich mal. Das lasse ich mal. Belehr lasse ich mal. So, also, jetzt, ich will jetzt, ich weiß nicht, wie ich es hinbekomme, aber nochmal, mir geht es darum, dass die Idiotengesellschaft das kapiert. Ich bin der, der Auffälligkeiten erkennt. Und das ist meine Hauptbegabung. Und alle, die jetzt, viele sind es ja nicht, aber die jetzt von mir was halten und denken, ein bisschen was halten, denken, ja, ich habe öfters eine gute Idee, das ist, weil mir was auffällt. Und gerade da kommen dann irgendwelche so kleinen geistigen Hosenscheißer auf Planet Erde und wollen das, die kommen mit einem Selbstbewusstsein und wollen mir hier etwas erzählen. Und ja, also jetzt gehen wir auf das Thema ein mit diesem, da ist Los Angeles, ja, das ist bevölkerungsreich, da sieht man das dunkel, violett, das ist sehr viel Bevölkerung, da ist es gebirgiges und Wüstengebiet und Landwirtschaft, große Flächen und so teilweise, also, aber eben auch viel Wüste. Ja, das ist, da sieht man, wie die Bevölkerungsverteilung ist. Das ist richtig. Hier ist es praktisch an der Küste. Aber Achtung, eben nicht nur an der Küste. Wenn man jetzt die USA nimmt, USA, so, weil, wenn man jetzt das mal so anschaut, bloß mal von den Dings her, das ist ja jetzt, wenn man sich das anschaut, Moment, wo ist das? So, also,
Dieses hier, die Gegend von Los Angeles, was hier angezeichnet ist, das Blaue ist ja auch noch viel Bevölkerung und so weiter. Und es geht ja dann praktisch fast auf die ganze Breite von Kalifornien. Und wenn man sich das anschaut, was das für Distanzen sind, also wenn man jetzt, sagen wir, von der Grenze Entfernung messen, von da nur mal Luftlinie, das sind ja schon mal 280 Kilometer, fast 300 Kilometer. Ja, das ist dann schon eine, das zählt ja dann schon gar nicht mehr zur Küstenregion, sozusagen. Wenn ich sage, der Kerl hat was mit dem Hafen zu tun, als Seemann, dann meine ich ja vielleicht ein Gebiet, sage ich mal, ja, von maximal 50 Kilometer, oder so, 40, 50 Kilometer. Das muss man ja vergleichen. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist das ja gar nicht zutreffend, dass man jetzt das Ganze hier irgendwie, den Ganzen, sagen soll, den ganzen Bereich praktisch so als Küstenbereich. Es geht ja wirklich nur, wenn ich sage, der Kerl hat was mit dem Hafen zu tun, dann kann er das, oder mit dem Meer zu tun, dann kann er das nicht sagen, ja, der ganze Küstenbereich, da hat es eben viele Leute, oder so, weil, versteht ihr, ich erkläre es vielleicht nicht gut, aber das sind ja mehrere hunderte Kilometer dahin, wo es so viel, so bevölkerungsreich ist. Aber das, was ich vergleiche, bezieht sich ja direkt auf den Hafenbereich. Dass der Typ also in Los Angeles eben irgendwo es ist ja auch so, die Tat, die er begangen hat, war ja in Los Angeles. Also, jetzt geht es ja eben darum, warum war er dann praktisch in Los Angeles? So. Das Gebiet ist eben viel bevölkert, auch hier, sage ich mal, auch da ist es, insgesamt ist das Gebiet eben, gut, da ist jetzt keine Großstadt, aber wenn man sich das anschaut, auf dieser Bevölkerungskarte, dann sieht man ja, dass das bis in die Mitte, also da haben wir gesagt, das sind ungefähr 100, fast knapp 300 Kilometer von hier bis hier, und bis in die Mitte ist das als sehr bevölkert dargestellt. Also 150 Kilometer vom Landesinneren, das hat natürlich nichts mehr mit dem Hafen zu tun. Versteht ihr? Das ist in meinem Dings. Ich kann etwas abschätzen, was andere nicht abschätzen können. Aber ich mach's noch besser. Und jetzt schaut euch das an, wie es auf der anderen Seite ist. Da hat's so viele Gebiete, die eben gar nicht so an der Küste liegen. Hier, da haben wir das, da oder Texas, Dallas und hier, was sind denn da diese großen Städte? Ich bin gar nicht so Dings jetzt gar nicht so fit, dass ich diese ganzen großen Städte hier, also da Atlanta, Charlotte, Knoxville, das sind jetzt zwar sind gar nicht so bekannte Städte, also so, sage ich mal, wie New York oder so, aber das sind große Städte, sehr bevölkert, laut Karte. Also wenn man jetzt schaut, gerade da,
Da gibt es viel Bevölkerung. Wenn man diese Karte da Hanna, zugrunde legt, also da Hanna, zum Beispiel diese Ecke, oder was ist jetzt das da zum Beispiel? In der Fortsetzung von Florida, dann da der nächste Staat, das ist die Fortsetzung von Florida, der nächste Staat ist Georgia, also zu Atlanta. Da ist um Atlanta ist sehr viele Bevölkerungszentren. Und dann eben auch hier, das sind große Ballungsgebiete. Also, das heißt, das stimmt so gar nicht. Das stimmt so gar nicht, was der sagt. Wenn man das jetzt mit der Küste vergleicht, also das sticht nicht heraus. Klar, dann da oben, das ist natürlich richtig, da Washington, New York und so, das ist natürlich das ganze Gebiet, aber auch da muss man aufpassen. Das eine ist, wenn man das jetzt hier so betrachtet, ja, es ist so an der Küste, aber das ist ja nicht so an der Küste, wenn man sich das von hier das Beispiel betrachtet, das geht ja 300-400 Kilometer ins Landesinnere, und ich sag, wenn jemand am Hafen arbeitet, als Seemann oder irgendwie oder so einfach, die Seeleute sind ja dann ein paar Monate auf See, dann kommen sie dann und dann sind sie eine Weile an Land und so, und das ist ja, was ich hier vermute, aber das sind dann eben, da geht's dann wirklich um einen Umkreis von 20, 30 maximal 50 Kilometer vom See, vom Hafen entfernt, aber warum soll ein Seemann aber überhaupt auch nur 40 Kilometer vom Meer entfernt seine Zeit an Land verbringen, sage ich mal. Am ehesten verbringt er die gleich in der Hafenstadt, weil wenn es ein Seemann jetzt hier war ja das auch der Fall in Los Angeles. Meine Überlegung ist ja das, es ist ein Seemann, der dann also in seiner Zeit an Land, kann er eben in den Puff gehen und dort Geld ausgeben fürs Ficken, oder er schaut, was er kostenlos bekommen kann. Und dass das die Überlegungen sind hier, die man haben muss. Also, wenn es ein Dings ist, ein Seemann, dann hätte er sich ja hier gerade so, warum soll er jetzt, sage ich mal, was soll er jetzt irgendwo da in der Wüste oder sonst in die Berge, wenn er dorthin keine Beziehung hat. Jemand, der in einer großen Hafenstadt jetzt Freizeit hat, der bleibt am ehesten auch in der großen Hafenstadt. Genau, und deshalb das, was der mir vorwirft mit diesem ja, die Küstenregion ist eben am bevölkertsten. Es geht gar nicht um die Küstenregion, versteht ihr? Es geht darum, hier Los Angeles ist direkt am Meer, und wenn man jetzt anschaut die Gegend von Bel Air, das gehört eben aus meiner Sicht noch zu Baltimore. Das ist das Umfeld von Baltimore. Da hat es, sag ich mal, das sind so wenige Kilometer, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel das so macht, nach Baltimore, dann ist das eine halbe Stunde nach und 17 Meilen. Das ist noch etwas, wenn, sage ich mal, wenn in der Gegend dann die es günstigere Unterkünfte gibt. Und da habe ich ja auch, das ist jetzt Hotels, aber das sieht man ja auch. Schaut euch an, ja gut, okay,
Das ist jetzt natürlich besonders billig, der Hanna. Mit 68, 69. Aber ansonsten, wenn man es jetzt schaut, gut, das sind jetzt auch Hotels, aber wenn man jetzt hier schaut, 116, 100 und dann hier 92. Also es ist ja auch gar nicht so abwegig, dass man sagt, wenn es bisschen außerhalb wird es vielleicht günstiger. Da, gut, das sind natürlich jetzt Ausreißer hier nach unten, aber wenn das jetzt zum Beispiel, das hier ein 2-Sterne-Hotel, das ist jetzt aber auch ein 3-Sterne-Hotel. Ja, man muss mal, das ist ein 4-Sterne-Hotel, das ist 4,5-Sterne-Hotel, das ist auch 4-Sterne-Hotel. Also grundsätzlich ist es so, dass es, das ist jetzt, also hier, das ist ein 2, ja, naja, da muss man aufpassen, 2-Sterne-Hotel, aber mit 4 Zufriedenheitssternchen. Ein 2-Sterne-Hotel und das ist jetzt ein 3-Sterne-Hotel. Also, das ist ein guter Vergleich. Dieses 2-Sterne-Hotel, das muss man aufpassen. Nicht, das sind nicht die gelben Sterne dabei, das sind Google-Sterne. Das sind Google-Sterne, wie die Leute zufrieden waren. Hier unten 2-Sterne-Hotel, das ist auf das Hotel bezogen. Hier kostet ein 2-Sterne-Hotel 177 Euro, aber wenn man ein bisschen außerhalb geht, hat man ein 3-Sterne-Hotel, das nur Dings kostet, nur 100 Euro. Und hier hat man ein 3-Sterne-Hotel, das kostet so ungefähr die Hälfte von dem Hotel, von einem 2-Sterne-Hotel in Baltimore. Das ist doch ein guter Vergleich. Hier hat man in Baltimore ein 2-Sterne-Hotel, das 177 kostet, und hier hat man, also rund 180, und hier hat man für rund die Hälfte, für ca. 90 Euro, bekommt man ein 3-Sterne-Hotel. Also, für den halben Preis bekommt man ein 3-Sterne-Hotel, während man in Baltimore nur ein 2-Sterne-Hotel. Das ist es, versteht ihr? Das ist, was ich meine. Und das ist noch für eine halbe Stunde Fahrzeit, versteht ihr? Das passt alles, wenn jetzt hier einer, er kommt mit dem Schiff an, und weiß, er hat jetzt, was weiß ich, 2 Monate an Land Zeit, bis es wieder weitergeht, auf dem anderen Schiff oder wie auch immer, eben das ist ja mit, je nachdem wie er das mit der Reederei oder wie das Ganze abläuft und so weiter, da gibt es eben manchmal, dass er eine gewisse Zeit hat, er Urlaub, und dann macht es für jemand absolut Sinn, wenn er sagt, okay, oder sagen wir einen Monat Zeit, dann macht es für ihn absolut Sinn, sage ich mal, sich für einen Monat hier irgendwo was zu mieten, und genau, und dann, dass er Geld spart, muss das nicht direkt in Baltimore sein, aber er geht dann natürlich auch nicht hunderte von Kilometern ins Land rein, versteht ihr? Und das ist so eine gute Idee von mir. Und das ist so viel berücksichtigt. Und ich merke, ich habe es mit Leuten zu tun, die schaffen das im Hirn nicht. Die merken nicht, wie gut die Gedanken sind. Der sagt sich oberflächlich, ach, das ist halt die Küstenregion. Aber da geht er viel zu oberflächlich hin. Das stimmt auch alles gar nicht, dass es nur die Küstenregion so und so. Und dann ist es auch, nach 30 Kilometer ist es nicht mehr dieses Thema Küstenregion. Küstenregion, wie ich es meine, ist direkt Hafen
um den Hafen, wenn einer was mit Hafen und See zu tun hat, wo der dann wohnen würde. Also, und das ist einfach, das ist so nahe am Meer, beide Male, dass ich sage, Mensch, hier sehe ich eine Wahrscheinlichkeit, dass das mit was mit Meer zu tun hat. Und jetzt geht's noch weiter. Achtung, das sind jetzt die Dings. Also ich habe jetzt einmal geschaut, Bel Air ist eine Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern. The population of the town was ungefähr 10.000 Einwohner, so Größenordnung. Und dann habe ich geschaut, wie viele Städte. Also es gibt in den USA 19.500 so Ortschaften und Städte. Und 16.400 haben eine Bevölkerungsanzahl unter 10.000. Also, wenn man jetzt mal sagt, okay, das ist eine Größenordnung, wo es vielleicht, das Bel Air gehört zu den 3.000 Städten, die 10.000 oder mehr Einwohner haben. So. Und dann kann man sagen, okay, es gibt, wenn es jetzt darum geht, ein Gebiet mit großer Population, dann hätte der Täter praktisch, auf die USA bezogen, 3.000 Städte finden können, die größer sind als 10.000. Das ist praktisch, Bel Air ist dann eine von 3.000 Städten sozusagen. Aber wenn man es jetzt auf das Thema Hafen bezieht, dann sieht es anders aus. Schaut euch an, das sind große Häfen. Da gibt es so ein richtig großer Hafen auf der Westküste gibt's nur hier Los Angeles und Long Beach, und das ist beides direkt beieinander, Los Angeles und Long Beach. Und dann gibt's noch Häfen an der Ostküste, aber das sind auch nicht so viele. Ich habe es mal gezählt, das sind ja auch Häfen, die jetzt praktisch, das muss wohl am Mississippi sein, teilweise, also innen am Land. Aber ansonsten sind es so circa 20 Häfen hier. Also da ist, man kann sagen, wenn man das als Thema, als ein Hafenthema sieht, dann ist Los Angeles oder Baltimore, weil wenn man jetzt sagt Baltimore, was ist das Besondere an Baltimore? Baltimore ist dann einer von circa Größenordnung 20 Häfen in dieser Größenordnung. Versteht ihr, das sind ganz andere, da wird es dann eben interessant. Weil wenn man jetzt sagt, dass es halt eine größere Stadt ist, wenn es jetzt um das Wahrscheinlichkeitsdenken geht, ich hoffe, es hat ja mal ein paar Leute, die sich ein bisschen wissenschaftlich gebildet sind und ein bisschen was verstehen von oder so Grundahnung haben von statistischen Themen und so. Und ich rede jetzt nicht als ein Ausgebildeter. Ich habe auch für Bauingenieurstudium habe ich höhere Mathematik sogar abgeschlossen, erfolgreich. Aber das habe ich ja schon wieder vergessen. Aber ich sage mal, ich habe auch Physik-Leistungskurs gehabt. Also ich bin schon so eine gewisse Grundbildung. Aber ich rede jetzt nicht als jemand, der jetzt ein spezielle wissenschaftliche Dingsbums da hat im Bereich Statistik oder so. Aber ich habe das im Blut, ich habe das im Gefühl, ich riech sowas, ich merke sowas, ohne noch gerechnet zu haben. Und das können andere, die meisten Leute einfach sich gar nicht vorstellen. Das ist etwas, wie gesagt,
wenn man es nur als eine große Stadt, dann hätte er da 3000 Möglichkeiten, also 3000 Städte sind größer als 10.000. Aber wenn man es eben so sieht mit diesem, dass es ums Wasser geht, um den Hafen, um das Thema Seemann, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ganz anders. Und deshalb sage ich also die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Hafen zu tun hat, wenn ich sage, ist 99% zu 1. Es ist nur noch eine totale Außenseitermöglichkeit, dass es nichts mit dem Hafen zu tun hat. Und das merken die Leute nicht. Man könnte das auch, wie gesagt, auch, also ich bin jetzt kein Experte, das können jetzt andere Leute, die da Experten sind, die könnten das vielleicht noch besser darstellen, wie das mit den Wahrscheinlichkeiten aussieht. Ich habe es jetzt so vom Prinzip her erklärt, aber ich sage mal, eine Wahrscheinlichkeit von 100 zu 1, dass man vor allem an das Thema Hafen denken muss hier. Jetzt, und dass es einfach auffallend ist. Es geht nicht nur um Ostküste und Westküste, sondern es geht um direkt am Wasser, direkt am Wasser auf der Westküste, es wird noch besser. Es geht ja nicht nur direkt am Wasser, sondern es geht darum, direkt am Wasser und an einem dieser ganz großen Hafen. Seht ihr, da ist ja auf der ganzen Westküste nur im Bereich Los Angeles was. Also das tut es ja noch mehr einengen. Direkt am Wasser und direkt an einem großen Hafen. Auf der Westküste und hier direkt am Wasser und direkt an einem großen Hafen, Baltimore, auf der Ostküste. Das ist etwas, wo es wirklich ganz, ganz, ganz extrem ins Auge sticht, was ich hier sage. Und das merken die anderen Leute nicht, die kapieren es nicht, die merken es nicht. Und dabei kann man es, versteht ihr, hier könnten Dings kommen, statt Mathematikprofessoren, die so Sachen in Zahlen fassen können mit Wahrscheinlichkeit und die würden sagen, Mensch, der hat recht, versteht ihr? Ich habe ja auf meiner Website Professoren und Experten, die mich schon bestätigt haben. Und das ist wieder so ein Fall. Versteht ihr? Es ist nur so, dass es normalerweise komme ich gar nicht so oft in Kontakt mit denen. Aber ich sag's euch, das ist wieder ein Fall, da könnten jetzt Professoren kommen und sagen, der Mann ist ein Genie, der schüttelt es aus dem Ärmel, der hat einen Riecher dafür und wir können es euch mathematisch beweisen, dass der recht hat. Also was das Erkennen einer Auffälligkeit betrifft. Ja, und das ist jetzt etwas, wo, versteht ihr, und hat man es mit Dummköpfen zu tun und die dann da einfach keinen Sinn dafür haben, wie bedeutsam das ist, wenn man die erste kleine Auffälligkeit hat. Das ist wie soll man sagen, man hat irgendwas Kleines, aber es lebt, es wächst und der Fachmann kann darüber staunen und der dumme Depp, der oh, was ist denn da jetzt so ein kleines Ding da oder so, die können es gar nicht ermessen,
Da sagt mir einer dann, es gibt doch keinen Beweis, dass es jetzt, oder das kann doch auch Zufall gewesen sein, dass es jetzt da auch mit dieser Obermeier, dass es gerade am Tag des Jubiläums diesen Einbruch gab. Natürlich kann es Zufall gewesen sein, aber es ist etwas, das muss hellhörig machen, und das ist die Ermittlung. Das ist, bevor dann der einfache, stumpfsinnige Kommissar da rangeht und irgendwie Autonummer vergleicht oder irgendwas, da sind praktisch die Genies der Kriminalistik, die erkennen dann etwas, wo es noch eine ganz sachte erste Spur gibt, wenn man da jetzt wie ein Trampel hingeht, dann erkennt man das nicht, dann trampelt man drüber hinweg und dann bleibt dieser Fall eben ungeklärt. Und ja, also ich merke, das sind Sachen, natürlich kann ich am Ende hier auch Unrecht haben bei sowas. Aber das ändert nichts daran, dass es zum jetzigen Zeitpunkt es total genial und total toll ist, so etwas zu erkennen, dass diese Auffälligkeit, wenn das nachher, was weiß ich, nichts mit dem Seehafen zu tun hat, und das mit der Fall Claudia Obermeier auch nicht so praktisch letztlich mit diesem Täter, der ein anderes Motiv hatte, oder es war gar kein Mitarbeiter oder so, aber trotzdem, zum jetzigen Zeitpunkt ist das etwas, wo auffallen muss und wo hellhörig machen muss. Und ja, das ist es, wie soll man sagen, das gibt was aufs Maul, also verbal, das gibt was aufs Maul, wenn ich bei diesen Fällen recht habe, wo es mir so schwer gemacht wird, so lange, nochmal, da könnte man ja sagen, aber wenn ich nicht recht habe, dann muss ich mir was anhören von der anderen, nein, auch wenn ich am Ende was anderes rauskommt, das, was ich jetzt hier im jetzigen Stadium sage, ist eine ganz besondere, herausragende Auffälligkeit. Und die ist gegeben, und das kann man mathematisch auch beweisen, mit Statistik und so. Das ist eine ganz herausragende Sache, und das ist es in jedem Fall. Aber es ist nicht immer so, dass das Allerwahrscheinlichste dann letztlich auch zutrifft. Das ist offen. Es kann auch, im jetzigen Standpunkt kann ich nur die Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Aber es kann auch mal was Unwahrscheinliches passieren im Leben. Aber was ich hier mache, ist so klug, so gut, dass ich, ja, also das kündige ich euch an. Es gibt so Fälle, da werde ich meinen Gegnern aber so richtig das Maul stopfen später. Aber so richtig, weil ich brauche das. Ich brauche das, dass ich für die Zukunft dort, wo ich was rieche, das ist wie wenn ein wo wäre die Welt, wenn die Leute die Begabung der Hunde der Suchhunde nicht respektieren würden. Versteht ihr? Das ist jetzt wie wenn jetzt irgend so ein dummer Trampel daherkäme und der würde sich über die Hunde lustig machen und würde praktisch, obwohl die haben ja, das sind die Menschen, die Gesellschaft, es hat sich etabliert, dass Hunde eine ganz übermenschliche, eine für Menschen gar nicht nachvollziehbare Begabung haben, Geruchsspuren zu verfolgen. Das hat sich
etabliert als im menschlichen Bewusstsein. Aber stellt euch vor, man hätte es mit lauter Deppen zu tun, die jetzt praktisch das schlecht reden würde. Die ständig die Hunde schlecht reden. Was? Also ich rieche nichts. Wenn ich nichts rieche, na, ich da auch nichts. Oder so, versteht ihr? Es wäre so, dass es praktisch... Denkt euch mal, es würde auf der Kippe stehen, dass man sagt, was, diese ganzen Hunde da, die bei der Polizei sind, und dann muss man die durchfüttern und was soll das, und dann tut man die trainieren und dann führt sie da ein Polizist Gassi, ja was soll denn das, was werden denn die schon da viel riechen, das ist doch alles nur überschätzt. Versteht ihr? Solchen Leuten muss man das Maul stopfen. Die muss man unschädlich machen. Wenn jetzt einer hergehen würde und die Begabung eines Hundes praktisch versuchen würde, der Menschheit auszureden, dass es Suchhunde gibt, die mit ihren Fähigkeiten den Menschen helfen. Solche Arschlöcher muss man das Maul stopfen. Also, das ist jetzt etwas... Das sind zwei Fälle, wo ich wirklich sage, nehmt euch in Acht. Ja, ich bin da schon, mit mir darf man, mit Argumenten und so, aber das ist etwas da bin ich empfindlich, weil wenn ich merke, ich hab's mit Leuten zu tun, die sind zu dumm, und wenn die sich mit ihrer Dummheit durchsetzen in der Gesellschaft, dann leidet die ganze Menschheit. Und ich als Weltführer und Babysitterator sage nein. So, okay. Und das ist jetzt, aber eigentlich wollte das dem Typ, das ob ich das jetzt so gut auch noch in Englisch hinbekomme, weiß ich nicht. Aber gut, ich wollte das sowieso ein bisschen üben erstmal. Jetzt habe ich es schon gemacht und jetzt schaue ich mir noch an, was ich mit diese anderen Videos mache, die ich da schon hochgeladen, aber noch nicht freigeschaltet habe. Naja, also jetzt mal dieses Video und dann mal sehen. Ach so, und hier sagt jemand, hat einer gesagt bei den Kommentaren, Moment, veröffentlicht, also Streik, Fragezeichen, die unverwechselbare Stimme des Universalgenies würde auf YouTube fehlen. Ein beispielloser Zeitenwandel steht uns bevor. Da sollten Sie nicht die Hand vom Flug nehmen. Ja, da ist schon was dran. Mit diesem beispiellosen Zeitenwandel. Soll ich da noch ein bisschen was dazu sagen? Wie haben wir es denn? Ja gut, das sage ich, da geht es ja dann praktisch in dem Video, Moment, jetzt öffne Nummer 1, da geht es ja in diesem Video hier, aber das ist ein bisschen langatmig geworden, aber da geht es... Aber das könnte ich ja jetzt an das Video anhängen. Den Link könnte ich ja jetzt hier reinbringen. Genau. Ich könnte den Link hier, wenn ich es jetzt nicht als eigenes Video so direkt öffentlich mache, sondern als... in der Videobeschreibung von dem Video, das ich gerade mache, könnte ich das reinbringen. Okay, und da muss ich aufpassen mit dem Scheiß hier. Also, da ist ja...
Also gerade das zum Beispiel. Die EU will jetzt praktisch, und das ist aber auch weltweit, so einen digitalen Ausweis. Das, wo alles drin ist, wo der Impfausweis und Personalausweis und praktisch wie eine Kreditkarte, alles das Konto, wo, wenn man das sperrt praktisch, das ist den Zuständen, wie sie sich in China andeuten praktisch, wo alles, wenn du jetzt was weiß ich, hast irgendwie einen blöden Kommentar geschrieben, der der Regierung nicht passt, dann bekommst du ein schlechtes Rating in deinem Dingsbums, in deinem Konto mit deiner digitalen ID, dann kannst du keine Zugfahrten mehr buchen oder Flüge oder irgendwas. Aber auch wichtige Sache, also letzten Endes geht es darum, Leute aus der Gesellschaft auszuschließen, die nicht in allem konform gehen. Zum Beispiel sich impfen lassen, wenn es gefordert wird und solche Sachen. Und ja, also das sind ganz schreckliche Entwicklungen und das war's. Und das hat begonnen, bei dem Bali-Gipfel letztes Jahr, um die Zeit ungefähr, letztes Jahr, ist das schon so beschlossen worden und jetzt wird's immer mehr umgesetzt, immer mehr zur Pflicht gemacht. Da habe ich dann in diesem Video, das ich dann hier erwähnt habe, habe ich davon geredet, dass das bei diesen Dingen ist eine, also 2018 hat es nach meinem Verständnis, da ist es mir praktisch aufgefallen. Ich habe 2018, Mein Fokus war 2018 darauf, dass es am 10.12.1948 gab es die UNO-Menschenrechtserklärung. Ach, das ist jetzt, das ist, Moment, 10. Dezember 1948, so. Und das ist jetzt etwas, das klingt so als unangreifbar was Gutes, Menschenrechte, wenn man das hinterfragt, da zum Beispiel wird es Verbote der Sklaverei und der Folter und der rassistischen Diskriminierung. Da bin ich aber auch dafür, dass das finde ich auch schlecht. Man muss nicht jetzt das Thema, braucht nicht das Thema Menschenrechte, um solche Ungerechtigkeiten zu kritisieren. Aber das sind so Sachen, rühmen sich praktisch dieses, das, was so die Menschenrechte so toll findet, der Humanismus rühmt sich eben, Verbot der Sklaverei, Folter, Diskriminierung, das stimme ich zu, das soll auch verboten werden. Aber später hat sich das eben so entwickelt, dass es auch diese ganze Genderscheiße und Feminismus und so weiter. Also zum einen praktisch gab es wirkliche Unterdrückung von Frauen und Unrecht und dann hat man gesagt Menschenrechte das hat man dann aber ins Extrem so entwickelt, dass auch dieser Feminismus und dieser ganze Genderquatsch, das ist etwas, was
Und dann auch Frühsexualisierung und was man mit, was sie mit den Kindern alles machen. Das tun sie alles aus ihrem, mit den Menschenrechten, begründen. Und das ist Quatsch. Und da erkennt man dann irgendwann, dass das ein ganz teuflischer Dreck ist hier. Aber man sagt dann, ja, was, du willst was kritisieren, dann bist du wohl einer, der will die Sklaverei wieder einführen. Blödsinn. So, das sind so Totschlagargumente, wie wenn man sagt, wenn jemand was kritisiert an Israel, dann ist er gleich ein Antisemit oder irgendwas, sind solche Pauschalierungen. Also, damit will ich sagen, Menschenrechte, die Zeit der Menschenrechte hat... das ist nicht nur eitel Sonnenschein. Und das hat auch, das war eine Tarnung, dieses Menschenrechtsvokabular für viele schlechte Entwicklungen auch. So. Und wenn man es von der Seite sieht, ja, also auf jeden Fall, ich habe im Jahr 2018 habe ich erwartet, dass nach 70 Jahren Menschenrechtserklärung etwas Epochales passiert. Und das ist einer der wenigen Fälle, wo ich mit meinen Datumsgeschichten tatsächlich einen Treffer gelandet habe. 2018 kam ums Jubiläum dieser Geschichte hier um diese Jubiläumszeit. Das ist dann immer noch, wie man es rechnet, wie mit welchem Kalender, ob mit dem Kalender oder mit dem Mondkalender, wo das jetzt das Ganze verschiebt. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt 2023, wenn man das Ganze mit dem Mondkalender berechnet, wo man auf ganz anderen Jahresbeginn und so weiter kommt, dann ist das praktisch der 10. Dezember 1948 war der 8. Tag des 8. Monats. Versteht ihr? Das ist eine ganz andere Berechnung mit dem Mondkalender. Und mit dem Jahresanfang, ein paar Mal erklärt. Das ist auch ein anderer Jahresanfang wie bei dem jüdischen Kalender. Also der biblische Kalender, wie ich ihn verstehe, unterscheidet sich auch vom jüdischen Kalender etwas. Okay, also dieses Jahr wäre es der 23. November, praktisch der Jubiläumstag ob der Kalender, den ich jetzt, also ich bin mir ganz sicher, dass man an vielen, dass man im Wesentlichen, was die biblischen Daten angeht, dass man da nicht unseren Kalender nehmen darf, zum Beispiel, wann jetzt Passa ist, also Ostern, wie es bei uns heißt. Das darf man auf keinen Fall so nehmen, unseren Kalender. Aber bei so etwas jetzt hier bin ich mir unsicher. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder in dieser Zeit. Und allerdings war so am... Also 2018, nach 70 Jahren dieser Menschenrechtsgeschichte, kam Fridays for Future mit Greta und dieser Klima-Dings. Und das war eine ganz neue Dynamik. Also da hat sich etwas Großes etwas stark verstärkt, eine Entwicklung. Das war also rückblickend muss ich sagen, dieser Hype um diese Greta damals und um diese Klimageschichte, die Klimajugend, das war so extraordinär. Das war schon eine
Ja, wenn man, ich sag mal, wenn man mal die Geschichte der gesamten Menschheit irgendwie so erzählen würde oder aufschreiben, dann wäre die Zeit, dann wäre das eine epochale neue Phase, ja, wirklich, also das ist was Epochales gewesen, das dauert ja heute an mit dieser letzte Generation, Irrsinn und so weiter, und das geht in eine Richtung wie bei der bei den Roten Garten im Kommunismus, bei der Kulturrevolution, wo man die Jugend gezielt eingesetzt hat, weil das sind nicht Jugendliche, die da irgendwie sich selber organisieren, so wie es manchmal erscheint. Das ist alles durchgeplant. Bei der Greta war es der Club of Rome, ganz stark dahinter, also Freimaurer-Scheiße. Und das ist etwas, das war 2018 um diese Zeit herum, also Mitte November bis Mitte Dezember so. Um den Dreh rum sind diese Sachen dann immer gewesen. Und dann, also 2018 war es dieser Irrsinn da, dieser Klimaquatsch. Dann 2019 kam Corona, Ende 2019 hat es angefangen. Ende 2020 gab es die Impfstoffe, Ende 2021 wurde die Impfpflicht also in manche Länder und in manche auch bei uns, für manche Bevölkerungsgruppen und so weiter. Und es war ja knapp, dass es auch für alle gilt. So, das haben sie ja versucht, hat aber dann mit der Stimme nicht ganz hingehauen. Aber das war jedes Jahr etwas so herausragend Verschlechterung. Und dann 2022 war diese Bali-Konferenz bei der G20, wo sie diesen Irrsinn beschlossen haben, mit dieser Great Reset-Geschichte. Da habe ich so einen Artikel, Covid-Pässe, Chipisierung, Todeszellen, was beim Hexenzirkel der Globalisten auf Bali besprochen wurde. Hauptredner war der Direktor des Weltwirtschaftsforums, der deutsche Professor Klaus Schwab, bla 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 bla. Und ja, da geht's um diese Digitalisierung, wo man praktisch ein weltweit einheitliches Gesundheitssystem, Biometrie, Chips, Digitalisierung, Metawelten, Ersatz von Fleischeiweiß durch Chitin, von Insekten, die wollen uns zum Insekten fressen zwingen. Und ja, in naher Zukunft aufgrund sehr, sehr hoher medizinischer Kosten werden Todeslisten benötigt, um das Leben erkrankter und kranker Menschen zu beenden. Bla bla bla. Ja, also dass diese Medizin, wie sie sich heute, wie sie sich schon meine Eltern haben unter der Medizin mehr gelitten als profitiert im Ende ihres Lebens. Da ist vieles im Argen, was überhaupt nicht zum Wohl der Menschen ist, mit dieser lebensverlängernden Drecksmedizin da für alte Leute. Das ist schon klar, dass man da irgendwie eine Lösung braucht und das braucht man schon lange und die Lösung wäre der gesundeste Menschenverstand. Aber die leiten aus jedem Problem ein Löschen mit Benzin ab, die Verrückten. Ja, also, das war 2022, letztes Jahr. Und jetzt geht es darum, wird es jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt?
Oder, also wenn es nach denen geht, praktisch, ja, das ist eine totale Versklavung. Wer nicht alles mitmacht, wer sich nicht so impfen lässt, wie die wollen, also das Ziel ist es, diese Leute auszuschließen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, und da hat die EU nochmal was da in der Richtung beschlossen. Die EU erklärt, dass Bürger, die den digitalen Ausweis von Bill Gates ablehnen, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Die Elite hat diese Pläne stets dementiert und jeden, der es wagte, ihre Pläne zu enthüllen, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, die in den sozialen Medien mundtot gemacht und aus der Gesellschaft ausgeschlossen und in manchen Fällen ins Gefängnis geworfen werden müssten. Aber jetzt sind sie dabei, dass praktisch es doch praktisch das, was sie immer abgestritten haben, soweit sind sie jetzt schon, dass sie jetzt das doch umsetzen. So wie es anfangen, haben sie gesagt, nein, es gibt keine wird nie eine Impfpflicht geben, nein, das ist das und so. Und dann ein Jahr später sind sie alle umgeschwenkt, die Schweine. Und dieser Artikel, da habe ich kenne jetzt das, ich kenne dieses nicht so im Detail, dass ich sagen kann, das ist was Gutes oder irgendwas. Es sind Einzelinformationen. Die berichten, dass hier praktisch, da ist einer, ein Parlamentarier im Europaparlament, der das als Whistleblower hier was, a member of the European Parliament, Rob Ross, broke the bad news about the globalist, bla bla bla. Also dieser Parlamentarier Rob Ross hat es praktisch hier berichtet, was die da gerade treiben. So, okay. Also, das heißt, wenn die weiter Erfolg haben, dann, sie machen Zensur, und sie bringen uns zum Schweigen und machen immer mehr von ihrem Scheißdreck. Und wir sind schon ganz nahe dran, dass wir praktisch total in der Falle sind. So, und jetzt kommt mein Bibelverständnis. Diese Schweinehunde, die ich meine, die erholen sich zwar wieder, und es gibt dann diese schlimme Diktatur, auf die sie zuarbeiten. Nach meinem Bibelverständnis, ja, wird es die auch geben, aber nach meinem Bibelverständnis wird es auf dem Weg dorthin eine Zeit geben, wo diese Pläne nochmal aufgehalten werden. Weil jetzt schlittern viele Menschen auch einfach rein und hätten dann auch eine Ausrede praktisch später. Haben wir nicht so gewusst und bla bla bla. Nach meinem Verständnis kommt jetzt eine Zeit mit einem Prophet, der diese Sachen alle aufdeckt und auch Erfolg haben wird, bis zu einem Punkt, wo es praktisch Gott nochmal praktisch, es ist so wie heute. Auch heute kann man die Wahrheit erkennen, aber sie ist irgendwie etwas, kommt etwas schwach daher, etwas, man muss schon ganz genau hinsehen, es ist jetzt nichts, was so einem gleich ins Auge sticht irgendwie. Und obwohl man es erkennen kann, sind die Leute zu, ja, sie verdrängen es auch. Und wenn sie es lang genug verdrängt haben oder so, dann kommt auch eine Zeit, wo sie es gar nicht mehr sehen. Und nach meinem Verständnis geht es jetzt drum praktisch, dass jetzt eine Zeit kommt, wo diese böse Entwicklung nochmal aufgehalten wird. Die Leute könnten alles Schlimme praktisch
Es gäbe die Chance, das alles wieder ins Lot zu bringen und so. Aber dann wird ein Punkt kommen, nach meinem Verständnis, wo die Menschen, obwohl sie sich schon in einem dann aufgeklärten Zustand befinden, wieder sich für das Böse und das Schlechte entscheiden werden. Und dann wird dieser Prophet, an was ich da denke, dann ist seine Zeit vorbei praktisch, wenn sich die Leute wieder für das Böse entscheiden, und dann geht es bergab mit der Welt. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo es total bergab geht, und wo man schon ganz nahe an der völligen Versklavung sind von diesen Teufeln, und es aber so ist, es gibt zwar viele so Alternative, die für irgendwas warnen und so, aber in den meisten Fällen sind sie total vergiftet und versuchen den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Also das ist wie Löschen mit Benzin. Ich stehe nicht hinter den Kanälen, die ich da oft für Informationszwecke, für einzelne Informationen heranziehe. Ja, und man sieht ja auch praktisch bei den letzten Wahlen, da waren viele enttäuscht, weil es eben diese bisherigen Parteien doch weiter regieren können. Und es ist auch so, dass ich jetzt nicht, also die AfD ist die einzige Partei, wo ich jetzt sagen würde, deren Mitglieder im Bundestag müsste man nicht wie Verbrecher verhaften, jetzt gleich. Es ist trotzdem so, dass ich die AfD nicht einfach als die Lösung betrachte. Das sind so manche vernünftige Aussagen dabei, aber es ist wie mit Putin. Die russische Seite ist im Streit mit der NATO im Recht, ganz klar. Und die Angriffe gegen den Putin, und das ist viel ungerecht, aber der Putin ist dann trotzdem nicht die Lösung. Der Putin ist trotzdem nicht jetzt das Gute, wo hinter den ich mich jetzt stellen würde, sozusagen. Und so ist die AfD ist nicht die Lösung. Ist nicht die Lösung. Das gehört an einem bestimmten Punkt, ist es auch eben, ja, es ist nicht die Lösung. Und es gibt niemand, wo ich sagen würde, ja, die Partei kann man wählen. Deshalb bin ich ja der Weltführer in der zukünftigen globalen Babysitterkartie. Ja. Also, das jetzt nur, mein Bewusstsein geht darin, dass es jetzt dieser Dreck aufgehalten wird, nochmal, und dann aber die Leute sich doch für das Schlechte entscheiden wieder. Und das kann auf dem Weg sein, ich habe es ja immer gesagt, die Weltethik. Den Begriff hört ihr selten bisher, aber das wird noch, dieser Begriff oder etwas Ähnliches, wird bald noch stark kommen. Dieser teuflische Elon Musk warnt immer wieder von der künstlichen Intelligenz, aber das macht er auf verlogene Weise. Ich würde ja sagen, weg mit dem ganzen Scheiß, aber die sagen, ja, das ist gefährlich, aber als Lösung wird kommen, dass man Regeln definiert, nach denen die künstliche Intelligenz praktisch programmiert wird. Also ein Gewissen sozusagen oder sowas, was Ähnliches, so ein moralisches Moralprogramm oder so. Und diese
Weltethik wird die Masse der Leute überzeugen und für die Christen ist sie unannehmbar, weil sie den Gott der Bibel und Jesus Christus relativiert und in eine Reihe stellt mit anderen Religionen. Und all diese schlechte Entwicklung, vor der stehen wir, und da gibt's niemand außer dem Universalgenie, wo jetzt hier eine Lösung hat oder nicht Teil einer schlechten Entwicklung ist. Okay, das ist jetzt das, und ja, das heißt, ich erwarte einen Umschwung, diesen Umschwung, also das letzte Aufbäumen der Vernunft und des Guten, bevor es dann die Welt richtig der Berg abgeht, das erwarte ich eigentlich jetzt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir eben in dieser Phase leben, wo jetzt seit dem 70. Jahr nach dem Menschenrechte, also seit 2000 oder Menschenrechtserklärung seit 2018, ist es immer seit 2018 ist jedes Jahr um diese Zeit ein großer Absturz zum Schlechteren. Und das ist jetzt die Frage: wird's jetzt diesen weiteren Absturz zum Schlechten geben, weil die Pläne dazu liegen total bereit, oder aber wird der Supervulkan zum Beispiel, also Weltkriege, ja, sowieso auch, aber eben auch der Supervulkan, weil alles andere, wenn man jetzt hier schaut, Vulkan, da erst jetzt kommen sie so langsam auf das Thema, die Deppen, und dann, weil halt der Ätna, dann reden sie vom Ätna, aber weder Ätna noch ist bedeutsam, noch ist bedeutsam in Island, sondern dieser Supervulkan in Italien. Und interessant ist aber die Aussage, aktuell sind sehr viele Erdbeben zu verbuchen. Also der Vulkan Ätna ist ausgebrochen, die Flegreischen Felder bereiten große Sorge und auf Island erwartet man den Ausbruch des Grindavik. Also zumindest ist das erste Mal, dass sich jetzt in diesen Kreisen hier zumindest mal nebenbei etwas von den Flegreischen Feldern höre, weil das, um die geht's. Das ist die eigentliche Gefahr, die Flegreischen Felder, das ist die Gefahr, wo die ganze Menschheit und den ganzen Planeten betrifft. Supervulkan. Also, und das ist es praktisch. Ich habe bisher eben, oder in meinem letzten Video habe ich gesagt, dass es für mich praktisch brauchst im ich kann nur noch praktisch, ich habe in dieser Idiotenwelt, wo nicht auf mich gehört wird, keine Perspektiven, nur dieser Vulkan zum Beispiel, der könnte, sage ich mal so nach dem Motto, dass die Karten neu gemischt werden, wenn das bisherige im großen Maß zusammenbricht, weiß man nicht, kann es mir aber auch trotzdem ja, es kann einem ja noch schlechter gehen, es heißt ja nicht, dass man dann darf irgendwie, es ist ja auch nicht, es soll ja auch nicht wie jetzt so ein Profiteur oder so soll es ja auch nicht irgendwie verstanden, dass die andere schlecht geht und man selber profitiert davon. Nee, es ist ja nichts, was... Es ist ja sowieso höhere Gewalt, also da kann man mir ja nicht, dass ich irgendwie da meine Hände im Spiel hätte oder so. Wenn es passiert, passiert's, und wie es ausgeht, das wird man halt sehen. Aber es ist zumindest eine Chance, weil sonst diese Welt müsste irgendwie erschüttert werden, ansonsten bekomme ich
mit für Argumente in dieser Idiotengesellschaft kein Gehör. Ja, okay, und das ist das eben, das ist die Situation. Kommt jetzt die Verschlechterung, wie jedes Jahr um die Zeit in den letzten Jahren, oder wird diese Entwicklung durch etwas unterbrochen, und das könnte das sein. Ich habe schon erklärt, wie es praktisch zusammenhängen kann, weil dieses, also mit dem Weltkrieg, weil diese fliegerischen Felder da bei Italien, ein Ausbruch dort, der Europa stark schädigt, das würden die Moslems als eine Dings ansehen, als einen Wink vom Allah, dass jetzt praktisch die Stunde gekommen ist, wo praktisch jetzt gegen den Westen geht. Und das könnte, das heißt, zu dem Vulkan, ein Vulkanausbruch, ein katastrophaler Vulkanausbruch, nicht so kleiner Ätna-Dingsbums, sondern etwas in dieser Kategorie, könnte ein Supervulkan die Menschheit wirklich auslöschen. Solche Sachen, und das, und da geht's ja auch praktisch, wenn man jetzt schaut, was würde passieren, wenn ein Supervulkan ausbricht. Würde der Vulkan ausbrechen, wären die Folgen apokalyptisch, Hungersnöte, Flüchtlingsströme und so weiter könnten die Welt bedrohen. Also das ist jetzt praktisch etwas, wo dann dazu führen könnte, dass diese Schurken, die jetzt die Welt immer mehr versklaven mit ihrem Digitalisierungsscheißdreck hier, dass denen nochmal das Handwerk gelegt wird und es nochmal eine kurze Phase des Aufatmens gibt praktisch, obwohl man hätte natürlich dann, wenn das Ding ausbricht, hätte man natürlich große Probleme auf der Welt, aber vielleicht könnte es dazu führen, dass im Gesamtzusammenhang diese Versklavungspläne, dass die Menschen irgendwie aufwachen, das müsste dann eben mit Zeitenwende auch was Zeitgeistmäßiges und von Gott und so weiter, dass im Zusammenhang damit das alles ja, es müsste ein Bewusstseinswandel, ein Erwachen irgendwie stattfinden, dass die Leute erkennen, wie sie belogen worden sind von ihren Medien und so weiter. Könnte natürlich, wenn die Medien, sagen wir, wenn die USA, Da habe ich ja schon oft davon geredet, dass ich mit dem Untergang der USA rechne. Und dann habe ich ja auch, also als Weltuntergang, als Weltmacht. Und dann habe ich immer wieder die Atlantikbrücke erwähnt. Und dass, wie das da eben, diese Mafia-Medien da handelt, all das praktisch, wo aus den USA mit NATO und CIA und so weiter unsere ganzen Medien beherrscht werden, und das alles nur ein Mafia-Dreck ist, die uns belügen, wenn das alles ins Wanken käme, die Medien, dann könnte ich mir diese Entwicklung eben vorstellen. Und dann jetzt immer wieder eben gesagt, ich erkläre jetzt viele Einzelheiten, aber das große Bild ist es praktisch,
Ist es, wenn es jetzt immer um diese Zeit praktisch jetzt hier, Mitte November bis Mitte Dezember oder so, oder Ende November, Anfang Dezember, wenn das die Zeit ist, wo passend zum Jubiläum der Menschenrechte immer die letzten Jahre eine epochale Verschlechterung stattfindet, also immer wieder ein neuer Verschlechterung. Wird es jetzt auch dieses Mal sein, oder wenn nicht, denke ich mal eher, dass es nicht nur ausfällt, sondern dieses Jahr, sondern dann ist es für mich eher was so, dass es gegenläufige, dass die Menschheit doch immer gewisser Rahmen eine Weile aufwacht und das, was wenn so weitergeht jetzt wie bisher, mir in kurzer Zeit eben diesen ganzen Digitalscheiß eben und die totale Überwachung und Versklavung haben und dann hast du einen Chip und dann wird alles irgendwie, dann hast du auch du wirst dann auch durch Gesundheitssystem viel mehr durchgeschleust so und bist halt so eine Nummer irgendwie und oft war es auch bei mir schon so, das war wichtig, auch an einen Arzt zu kommen, der jetzt unvoreingenommen war und das gibt es halt dann nicht mehr, wenn du dann einmal einer schreibt was rein, das ist ein Simulant oder das ist bei dem ist es psychisch bedingt, dann bist du total erledigt, weil da gibt's das halt dann nicht mehr so, dass du dann irgendwo mal nur mal hingehen kannst, wo dich noch keiner kennt und dann neu bewertet wirst, sondern du wirst das nie mehr los, sowas dann. Also das ist die Frage, wird's jetzt eine Nummer schlechter wieder in Richtung Versklavung, oder ist es etwas wie so ein Ausbruch von einem so ein Vulkan, der also alle möglichen Sachen Schäden anrichtet und so weiter, aber und auch Weltkrieg und die Moslem, aber dass das dann sich trotzdem zwar während es einerseits schlimme Sachen sind, aber wenn da auf der geistigen Ebene trotzdem ein Erwachen stattfindet und die Menschen merken würden, weil die Propagandastrukturen irgendwie, die Medien so, weil das zusammenbricht etwas, dass sich dann eben vorübergehend doch etwas Gutes entwickelt, ja. Das ist jetzt offen. Okay, das sind jetzt zwei Komplexe gewesen, Themenkomplexe, die jetzt nicht so direkt zusammen gehören, aber muss mal sehen, wie ich das verbinde. Gerade wenn ich ein Dings mache, ein Bild für das Video, dann bietet sich manchmal an, da schon im Video etwas, wie könnte ich jetzt das machen? Oh je, Fall Rachel Morin, Fall Obermeier, das Universalgenie. Und was waren jetzt ein typisches, ein Vulkan. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Das
Das würde ich, da muss ich noch länger nachdenken. Okay, gut, also dann soweit dazu. Also dann.